moin, herzlich willkommen zum DATEV Fischbuden-Talk hier in Colmar an der wunderschönen Elbe im Hintergrund. Wir haben tatsächlich gestern Sturm bestellt. Wir haben es arg windig hier, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Ich habe heute zu Gast Ann-Kathrin Baller aus der DATEV-Niederlassung in Hamburg. Moin. Moin, Anka. Und Stefan Meisel aus Nürnberg. Hallo, Erich. Der DATEV. Moin, Hallo, Stefan. Erich. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir sind ja gastfreundlich hier im Norden, ne? Wir empfangen ja die Gäste aus Süddeutschland immer gerne und herzlich und reichlich. Wir kommen auch gerne. Ja, das habe ich gemerkt und das ist eine schöne Sache. Wir wollen heute zusammen ein bisschen über das Thema DATEV und Corona, DATEV, Corona und die Steuerberater reden. Das ist ein Thema, was uns seit anderthalb Jahren berührt, was ja nicht unwesentlich ist für unsere Branche. Ich sage nur die ganzen verschiedenen Überbrückungshilfen, ja. Alles sehr schwerwiegende Themen, unstete Politik in dem Bereich, sich dauernd ändernde FAQs und einfach auch Schicksale innerhalb der Kanzleien mit Erkrankungen, Problematiken, Homeoffice, all diese Themen wollen wir heute kurz mal so anreißen. Freue ich mich, dass ihr dazu da seid. Ja, 2020 kann ich mich erinnern, ich war für die DATEV gebucht für den Regionalinfotag. Auftakt war in Hamburg im CCH. Und wir haben am ersten Tag noch relativ entspannt da gestanden und gesessen und unsere Vorträge gehalten. Und am zweiten Tag war plötzlich überall Desinfektionsmittel. Ja. Und ein Kollege sagte zu mir, du Erich, ich habe 40 Laptops gekauft. Ich glaube, die machen bald alles zu. Mhm. Da habe ich noch gedacht, ach, der übertreibt doch. Also da konnte ich mir das auch gar nicht vorstellen. In Berlin haben wir uns schon nicht mehr die Hände gegeben. Da wurde sich distanzmäßig begrüßt. In Hannover wurde schon darüber diskutiert, die ganze Tour abzusagen. Und was passierte dann, Stefan? Dann haben wir auf online umgestellt. Und wie war das so? Ja, also es hat überraschend gut funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich auch dank deiner oder die Unterstützung deiner Kollegen haben wir ja dann sehr kurzfristig reagiert, haben die Vorträge aufgenommen als Konserve und haben umgestellt auf Online-Formate. Und wir hatten tatsächlich dann fast 20 Veranstaltungen, Regionalinfotage, die wir online durchgeführt haben, mit über 5000 Teilnehmern. Also, aber es ist natürlich trotzdem so, wir wären einfach lieber mit euch gemeinsam vor Ort gewesen, ja, weil das natürlich schon trotz allem auch ein anderer Spirit ist, eine andere Stimmung ist und einfach auch für die Kunden eine viel bessere Möglichkeit, sich zu informieren. Aber ich denke, wir haben das Beste draus gemacht aus der Situation. Ja, das glaube ich auch. Und ich fand es natürlich schade, ich war das erste Mal für den Regionalinfotag gebucht und dann bist du nach drei Veranstaltungstagen ist dann Feierabend. Das war natürlich schade, hatte mich auf mehr gefreut und so. Das lief ja auch ganz gut an. Wir waren ja auch sehr erfolgreich in den ersten Veranstaltungen, das muss man ja auch ganz klar sagen. Ja. Hat eine große Freude bereitet. Ich kann mich noch erinnern, ich habe am Samstag, ich glaube, das war der 14. März, einen Anruf von Michael Kirsch, dem Veranstaltungsmanager, der dadurch bekommen, ob ich am Sonntag nach Nürnberg fliegen kann. Wir wollen dann am Montag die Dinger aufnehmen, am 17. März. Ich bin dann runtergeflogen. Der Hinflug war so, dass er eigentlich ausgebucht war, die Maschine. Also ich hatte noch einen Platz bekommen. Aber es waren dann nur irgendwie 30 Leute in der Maschine drin. Also da hatte man schon gemerkt, oh, die ersten Leute, die gehen raus. Und als ich dann zurückgeflogen bin von Nürnberg am Montag, da war die Schwierigkeit, dass der Flughafen eventuell schließt. Also dass ich eventuell gar nicht zurückkommen mit dem Flieger. Klappte dann, bin in Hamburg gelandet. Keine Maschinen auf dem Rollfeld, keine Autos auf dem Parkplatz. Ich dachte, ich wäre bei Walking Dead. Ja. Da kommen gleich die Zombies um die Ecke. Also es war sehr surreal, das Ganze. Wie hast du das erlebt, den Moment in der Niederlassung in Hamburg? Wie ist das für euch gewesen? Das war ja eine ganz lange Zeit irgendwie weit von allem entfernt. Also ich glaube, die wirkliche Drastik dessen, was dann da auf uns zukam, das hat schon gedauert, bis man das für sich auch irgendwie realisiert hat. Also für mich war auch ganz prägend, dass wir halt die Regionalinfotage abgesagt haben und das war komisch. Gerade so als Innendienstmitarbeiter freut man sich ja eben auch, Kanzleien vor Ort mal zu treffen, die man sonst vor allem telefonisch kennenlernt. Und was im ersten Moment irgendwie so total ernüchternd war, war aber, finde ich, auf den zweiten Blick eine gute Chance eigentlich für uns auch im Vertrieb mal anders zusammenzukommen. Ja, das ist schon natürlich eine Herausforderung. Die DATEV hat über 8000 Mitarbeiter und ja, wie schickt man einfach so ein ganzes Team ins Homeoffice? Wie läuft das eigentlich so in so einem großen Laden? Ja, also zunächst mal ist so, man muss natürlich genau hinschauen, wen braucht man noch an den Standorten. Und da haben wir ja doch einige Kolleginnen und Kollegen in Produktion, Druck, Versand, im Rechenzentrum.
Und die mussten natürlich weiter in die Standorte kommen. Für die haben wir dann entsprechende Sicherheitskonzepte entwickelt, kurzfristig. Und ansonsten sind wirklich Softwareentwicklung, Service, Außendienst, alle ins Homeoffice gegangen. Also es waren fast 8000 Mitarbeiter tatsächlich im Homeoffice bei uns. Und dann ist es natürlich schon auch eine Frage, wie organisiert man die Arbeit dann, wenn man sich einfach nicht mehr persönlich trifft. Wir haben dann halt sehr intensiv auch Videokonferenzen genutzt. Ja, wir arbeiten intern mit BlueJeans, wir haben Skype im Einsatz. Und ja, jedes Team hat für sich natürlich einen Weg finden müssen, wie verteilt man die Arbeit, aber wie kommt man auch wieder zusammen? Ja, wie arbeitet man auch als Team in so einer Online-Situation? Und das ist schon ein Prozess gewesen, der hat einige Zeit gedauert. Aber es ist tatsächlich so, jetzt in der Nachhinein betrachtet, haben wir festgestellt, dass wir von der Produktivität her nicht nachgelassen haben. Also wir haben weiterhin sehr gute Arbeitsleistung feststellen können. Also es hat im Grunde keinen Nachteil gebracht. Ja. Aber ich denke, die große Herausforderung, und die besteht ja immer noch, ja, das ist die Bindung an den Arbeitgeber dann weiter herzustellen. Ja, dass die Mitarbeiter sich auch zugehörig fühlen dann zum Unternehmen. Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch die, die in so einer Phase neu dazukommen. Dürfen wir auch nicht unterschätzen. Wir haben in der Zeit ungefähr 300 neue Mitarbeiter begrüßen dürfen. Und wie bringt man die jetzt ins Unternehmen? Ja, wie macht man da das Onboarding? Auch eine große Herausforderung. Und das Zweite ist, wie kümmert man sich auch um die Mitarbeiter im Team? Ja, das Socializing ist eine ganz wichtige Komponente. Und man muss eben aufpassen, dass, und das sind ja auch immer wieder die Mitarbeitenden auch ein bisschen unterschiedlich, ja, dass da niemand sozial vernachlässigt wird, sozial vereinsamt. Ja, und das ist so ein Prozess, da haben wir sicherlich auch eine Zeit gebraucht, bis wir uns da gut eingefunden gehabt haben. Und wie ist das so im Nachgang, jetzt nach anderthalb Jahren, sage ich mal, fast Homeoffice-Zeit und Außendienst ist zu Hause, jetzt fängt es ja leicht wieder an. War das jetzt erfolgreich, wie man es gemacht hat, oder hätte man auch Dinge im Nachgang anders machen können? Und wie ist die Angst der Mitarbeiter auch gewesen? Also wir haben jetzt während dieser Zeit haben wir auch die Mitarbeiter zweimal sehr intensiv befragt, also mit Mitarbeiterbefragungen, und haben da im Grunde eine sehr, sehr gute Resonanz bekommen, auch zu dem Konzept. Also wir haben dann natürlich auch gefragt, wie die Mitarbeiter es jetzt für die Zukunft sehen. Ja, wollen sie jetzt wieder alle zurück ins Büro oder wollen sie immer alle daheim bleiben? Und da haben wir schon eine klare Präferenz für so eine hybride Arbeitsorganisation zurückgespiegelt bekommen. Also das zeigt, dass wir, denke ich, mit diesem Weg, den wir da jetzt gegangen sind, dass wir da ganz gut gelegen sind. Ja, weil einfach auch die Mitarbeiter das annehmen, ja, und auch jetzt aktiv einfordern, dass wir das beibehalten. Und für uns war das auch der Anlass, jetzt mit unseren Betriebspartnern, mit dem Betriebsrat, Betriebsvereinbarung zu schließen zur mobilen Arbeit für die Zukunft. Da ist einmal geregelt, unter welchen Voraussetzungen wir die Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten dürfen, weil man muss ja natürlich auch Arbeitsschutzgesetze und so weiter beachten. Wir beteiligen uns finanziell an den Kosten vom Homeoffice, und letztendlich haben wir auch den Mitarbeitern Entscheidungsspielraum gegeben, dass sie im Team festlegen können, ja, wie sie ihre Arbeit gestalten wollen. Ja, wollen sie im Homeoffice arbeiten, wollen sie sich treffen? Also da hat das Team eine weitgehende Autonomie von uns auch zugestanden bekommen. Und das, denke ich, ist auch für uns als Arbeitgeber ein wichtiger Schritt, um einfach attraktiv zu sein. Ja. So, ich musste mir mein Mikrofon besorgen. Wir haben hier Windstärken in 7, in Böen bis 8, würde ich sagen. Es nimmt zu. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser zu hören. Ja, Anka, du bist ja in deinem Homeoffice oder in deiner Niederlassung gewesen und bist dann ins Homeoffice gewechselt, so ein bisschen von dem einen internen Ort zu dem anderen internen Ort. Oder gehört da noch ein bisschen mehr dazu? Da gehört noch eine ganze Ecke mehr dazu tatsächlich. Und zwar, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, dass es bei uns natürlich so war, dass wir vor allem im Innendienst die Kunden von Veranstaltungen her kannten. Das heißt, wir haben uns da getroffen, haben uns auch vis-à-vis gesehen, und das wurde uns ja durch Corona ein Stück weit genommen. Das heißt, die Verlagerung ins Homeoffice hat ja auch dazu geführt, dass wir uns Gedanken darüber machen mussten, wie wir uns denn zukünftig begegnen wollen.
Und eingangs sagte ich ja, dass es eben nicht nur alles schlecht war, sondern auch durchaus Chancen geboten hat. Und da muss ich sagen, bin ich echt froh, dass wir DATEV-seitig sowohl infrastrukturmäßig als auch hard- und softwaretechnisch so gut aufgestellt waren, dass wir dieses Videokonferenzthema einfach mal stärker angehen konnten. Also ich meine, Ärzte haben es ja auch gemacht. Die haben dann zur Videosprechstunde eingeladen. Also warum wir nicht auch? Und das ist für mich tatsächlich so ein richtiger Treiber von der Pandemie, dass man sich jetzt anders begegnet. Also, dass man Möglichkeiten geschaffen hat, trotzdem irgendwie das Miteinander zu behalten, sich auch zu sehen, wenn auch nur virtuell. Und da muss ich sagen, hat sich ganz, ganz viel im Sinne der Kundenzusammenarbeit und auch Kundenbindung geändert. Ja, man hat ja, glaube ich, auch diese Videokonferenzmöglichkeit, die gab es ja schon vorher. Und jetzt auf einmal kommt sie zum Tage und man nutzt sie tatsächlich, geht bei uns in der Kanzlei nicht anders. Da hat der Innendienst ja auch eine ganz andere Zugang zum Kunden bekommen. Absolut. Vorher haben wir uns halt vor allem auf der Tonspur gehört, telefonisch. Und jetzt gibt es eben die Möglichkeit, zumindest mal in die Kamera zu winken, mal zu gucken, wer sitzt da überhaupt auf der anderen Seite. Ich meine, du hast es ja auch erlebt, ne? Da können wir vielleicht auch noch mal drüber sprechen, Stichwort Kollegenforen. Sonst durften wir immer alle zu dir in die Kanzlei kommen, zum Mettbrötchen und gucken, wer sitzt da so rum. Und auf einmal mussten wir alles umdisponieren. Aber ich frage dich mal zurück, würdest du sagen, dass das alles schlecht war, was wir jetzt anders gemacht haben? Nein, ich finde das nicht, dass es alles schlecht war. Ich finde, es ist sogar teilweise sehr gut, was wir so gemacht haben. Wir haben auf einmal Techniken in Einsatz gebracht, die wir schon hatten und eigentlich aber nie genutzt haben. Wann hat man Homeoffice gemacht? Wenn der Klempner kam oder wenn der Schornsteinfeger kam. Ja, oder das Kind war krank. Aber man hat es nicht so die Möglichkeit der flexiblen Arbeit genutzt. Und ja, wie du sagst, die Kollegenforen halt online. Ja, da muss man sagen, das ist auch ein schweres Brett. Wir haben auch schon, Marc Ostbild, mein Kundenverantwortlicher und ich, wir haben auch schon vor schwarzen Bildschirmen gesessen, wo keiner mit der Kamera beigeschaltet war und keiner mit dem Ton und wir uns im Prinzip alleine unterhalten haben. Das ist schon bitter, solche Momente, wo denn keiner daran teilnimmt an einer Online-Veranstaltung. Das muss man auch lernen, glaube ich, ein Stück weit. Was ja auch interessant ist, der Außendienst, Stefan, der ja immer beim Kunden war, wie war das da? Gab es da eigentlich auch ein bisschen Angst, den Kunden zu verlieren? Na sicher gab es die Angst, den Kunden zu verlieren. Gerade unsere Kundenverantwortlichen, die auch draußen Strategiegespräche mit den Kanzleien machen, die brauchen natürlich auch diesen persönlichen Kontakt. Bei schwierigen Themen muss man sich auch in die Augen schauen, sonst kann man auch nicht zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben halt wirklich die Intensität einfach erhöht. Also wir haben eine viel höhere Kontaktintensität pro Kunde gehabt. Also wir haben öfters angerufen, wir haben die Videokonferenzen gemacht und haben halt versucht, einfach so einfach den Kontakt stabil zu halten. Und das ist auch ganz gut gelungen. Also überraschenderweise muss man sagen, ist die Zufriedenheit unserer Kunden in der letzten Befragung mit dem Außendienst deutlich nochmal gestiegen. Also wir waren so und so schon auf einem sehr guten Niveau. Und das wurde jetzt durch diese ganzen Aktivitäten, die wir da entwickelt haben, nochmal verbessert. Also wirklich auch ein sehr schönes Ergebnis für unsere Mitarbeitenden im Außendienst. Ja. Ja, auf alle Fälle. Und ich denke auch, ich habe mit Marc auch die ersten Online-Konferenzen gemacht, die Gespräche. Ja, okay, er saß am Anfang im Keller ohne eine Wand dahinter und das sah so ein bisschen rummelig aus. Und jeder musste sich auch so ein bisschen einfinden in sein Homeoffice. Aber ich glaube, da hat Corona uns die Möglichkeiten aufgezeigt, dass wir, wenn es Krisen gibt, dann gibt es ja auch Sprünge in der, ich sage jetzt mal, technischen Evolution. Ja, und auch in der, also man muss auch sagen, in der Professionalität im Umgang mit den Medien. Ja, wir haben zum Teil auch Trainingsprogramme gemacht für unsere Mitarbeiter, damit sie einfach auch lernen, wie gestalte ich das, so einen Online-Termin in der Videokonferenz. Ja, wie interagiere ich dann auch mit dem Kunden, wie schaffe ich es auch, dass er sich beteiligt an dem Gespräch. Ja, also das muss man auch alles lernen, das kommt ja nicht vom Himmel. Ja, und ich denke, dass wir jetzt einen ganz großen Sprung gemacht, sowohl technologisch als auch im Umgang mit den Medien, mit den Technologien. Ja, ihr habt ja nicht nur den Berater im Innendienst oder Außendienst betreut. Wie habt ihr eigentlich den Berater unterstützt, der nicht in diesem technologischen Know-how bisher war? Wie ist das da vonstatten gegangen?
würde ich gerne noch mal drauf eingehen, gerade was Sie vorhin sagten. Klar, wir haben uns weitergebildet, aber das ist halt von beiden Seiten. Also wir müssen gucken, dass wir da einfach zu Potte kommen bei dem Thema, aber wir hatten halt auch Kunden, die sagten, keine Videokonferenzsysteme abbekommen, keine Kameras mehr übrig, Mediamarkt, alle Regale leer gekauft eben auch. Und dann ist es das Einfachste zu sagen, wir stellen die Technik, aber eigentlich reicht es ja an der Stelle nicht, weil was wir hier auch wirklich brauchen, ist ein Thema, was uns noch länger begleiten wird, und zwar digitale Sozialkompetenz. Also was du auch beschrieben hast, schwarze Bildschirme macht man ja vor Ort auch nicht. Ne? Da kommt man rein und sagt, guten Tag, ist der Platz hier noch frei, kann ich mich da hinsetzen? Also das ist ähnlich, als wenn du im Seminar dich zum Rücken zum Dozenten setzen würdest. Ja. Ganz genau. Und also das ist der Punkt, wir haben halt wirklich versucht, Angebote zu schaffen, sowohl zu sagen, wir bringen euch mit Anspruchsgruppen zusammen, wie Systempartnern, denen ihr technische Fragen stellen könnt. Also Stichwort Drucken aus dem Homeoffice, Telefonie, Weiterleitung ins Homeoffice, aber auch Dokumentenmanagement, und haben auf der anderen Seite auch wirklich versucht, in Einzelgesprächen einfach mal so einen Technikcheck vor einer Veranstaltung zu machen. Lass uns mal 10 Minuten über Videokonferenz schnacken. Wir gucken, ob das alles klappt. Richtige Kamera, richtiges Mikrofon, um die Sicherheit da zu geben, weil ganz ehrlich, da brauchst du auch keiner fies vor sein, mal nachzufragen. Das ist völlig okay, weil das war für uns alle neu an der Stelle einfach auch. Ja, das stimmt. Das waren große, große Einschnitte. Und die Frage ist ja auch, bleibt das alles so? Wird das sich wieder wandeln? Wird das wieder zurückgehen in den Status quo, wie er vor Corona war? Oder was sagst du dazu, Stefan? Nee, also ich glaube nicht an den Status quo vor Corona. Also wir haben, glaube ich, gemeinsam viel gelernt. Es war nicht alles gut, aber es waren viele gute Sachen auch dabei, und die werden auch bleiben. Und also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe gerade auch eine Studie gelesen, da ging es um die Produktivität im Vertrieb zum Beispiel. Ja? Und die haben halt gesagt, wenn man halt das wirklich gut organisiert, was mache ich jetzt persönlich mit dem Kunden, also was bespreche ich persönlich vor Ort dann mit dem Kunden, und welche Dinge, die kann ich eben dann auch online gut bearbeiten. Und wenn man sich gut organisiert, ja, dann kann man einfach auch mehr Leistung dann bringen, ja, und das wird auch bleiben. Und ich denke halt, man muss einfach neben den Arbeitsprozessen muss man einfach auch das Soziale sehen. Das ist aus meiner Sicht die große Herausforderung. Wie gestalte ich jetzt in so einer hybriden Arbeitswelt, wie schaffe ich es, dass eben die Bindung im Team an den Arbeitgeber, dass das erhalten bleibt. Das ist die große Herausforderung. Und da glaube ich auch noch nicht, dass wir am Ende sind. Also das sind viele Fragen noch offen. Ja, ja, ich glaube auch, dieses Socializing ist halt wichtig, die Mitarbeiter mitzunehmen. Weil ich denke mal, jetzt 8000 Mitarbeiter im Homeoffice, nicht alle, aber ein großer Teil davon, es fehlen ja auch die sozialen Kontakte. Wie habt ihr das in Hamburg gemacht, in eurem Team? Wie seid ihr beieinander geblieben? Unterschiedlichste Sachen. Also wir hatten regelmäßige Austauschformate wie wöchentliche Treffen, wobei auch da, ich glaube, wir sind auch noch nicht am Ende, was unser Miteinander in Videokonferenzen angeht, was die Taktung betrifft. Also wenn man jede Woche Weeklies hat zu unterschiedlichen Themen, sind die Kalender halt auch irgendwann so unfassbar voll, und es geht nahtlos ineinander über. Vielleicht können wir gleich noch mal ein bisschen über den Begriff der Zoom-Fatigue ansonsten an der Stelle da sprechen. Wir haben es halt wirklich so gehandhabt, dass wir gesagt haben, lockere Zusammenkünfte, freiwillig, auch einfach mal fragen, wer Lust hat, die Mittagspause zusammen zu verbringen. Und auch da hatten wir vom Arbeitgeber gute Angebote. Also ich habe mittags auch mal mit Kollegen so ein bisschen Nacken-Yoga gemacht. Das fand ich ganz klasse für die Ergonomie dann eben auch im Homeoffice. Ja, klasse. Ich denke, das ist ganz wichtig, in dem Kontext da die Mitarbeiter mitzunehmen. Müssen wir in der Kanzlei genauso machen. Was ich jetzt nochmal abschließend gerne von dir auch wissen würde, Stefan, nun sind so viele Menschen bei euch im Homeoffice. Nun habt ihr riesige Bürokomplexe in Nürnberg, angemietete, eigene. Der Campus ist ganz toll in Nürnberg. Da war ich ja auch schon zu einigen Veranstaltungen. Ja, was macht ihr jetzt mit eurem Flächenmanagement? Ihr habt ja jetzt einfach auch Fläche über. Also absolut. Wir werden zum einen Mietstandorte, die Mietverträge nicht verlängern. Da haben wir Gott sei Dank in den nächsten Jahren auch einiges, was ausläuft. Und die größere Herausforderung ist, die Bürogebäude, die in unserem Besitz sind, die so zu gestalten, dass sie eben auf diese neue Arbeitswelt auch passen. Ja, und das sind einfach andere Bürolandschaften als kleine Einzelbüros, wie wir es bisher halt als dominierenden Faktor haben, sondern das sind viele Möglichkeiten, wo man als Team arbeitet, wo man kreativ arbeitet, wo man zusammenkommt, Kommunikationszonen. Also da müssen wir ganz viel umbauen, um dem halt gerecht zu werden. Ja,
Spannend. Das ist so der Aktionsplan für die nächsten Monate, dieses Konzept auch aufzusetzen und dann anzugehen. Absolut spannend. Ja, wir sind auch am Ende unseres Talks. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich glaube, wir haben ein gutes Spektrum geboten, was Corona alle mit uns gemacht hat und auch zukünftig noch mit uns machen wird. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier in Kolmar in unserem Außenstudio gewesen seid. Alles Gute, bis zum nächsten Talk an der Fischbude. Wir bedanken uns. Dankeschön. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.